Hallo, liebe Transportfreunde. Na, seid ihr wieder mit dabei hier beim Transport Fever? Liebe Freunde, ich bin auch wieder mit dabei. Ich hab Bock, denn endlich haben wir mal ein bisschen Geld zur Verfügung. Und in der letzten Folge wollte ich hier den Bahnhof hinsetzen, den Cargo-Bahnhof. Und das will ich auch immer noch. Und das werde ich auch einfach machen. Ja, den hier hinsetzen. Oh Gott, ich hab's einfach getan! Ist ein bisschen versetzt zu dem, aber das ist ja nicht schlimm. Ich hab's einfach gemacht jetzt. Ich hab einfach gesagt, raus mit euch, hier die Bewohner von hier. Hier kommt jetzt ein Bahnhof hin. Ein Cargo-Bahnhof. Wie gut sind wir denn drauf? Jetzt müssen wir nur sehen, wie wir das hier mit den Gleisen richtig machen. Die müssen natürlich, pass mal auf, die kommen von dem an, von dem Gleis, kommen die an. Dann müssen die hier rüber. Ne? Also ist das doch einfach nur hier rüber. Krümmung zu groß. Ihr habt es doch nicht mal. Aber dann können wir einfach, warte mal, pass mal auf. Von hier schon rüber. Jetzt haben wir noch kein Geld. Macht das Sinn? Das macht doch Sinn, oder nicht? Einfach hier rüber. So, und der muss ja auf den wieder drauf. Einfach. Hallo, ich sehe das jetzt nicht. So. Ist doch sinnvoll, oder nicht? Was müssen wir denn noch machen? Der kann jetzt hier drauf, der kann wieder weg. Warum fährt der denn auf der Gleise? Der Hampelmann. Dumm oder was? Warte mal, das müssen wir mal einstellen, glaube ich. Wie machen wir das denn? Wo ist denn Linie 1? Ach, guck mal, der ist endlich wieder voll. Linienfahrzeug 1. So, der fährt immer nur auf dem. Warum denn? Ist der doof? Der soll zurück auf dem Gleis fahren und hin auf dem. Da müssen wir, glaube ich, so ein Dings hier bauen, oder? So ein Wegpunkt. Machen wir jetzt mal hier hin. Ein Wegpunkt. Und dann müssen wir also von Matzenbach nach Neuenheiligen auf dem. Und dann kommt einfach eins dazu und das ist dieser Wegpunkt. So. Ey, du Blödarsch! Was hast du denn jetzt gemacht? Okay, dann machen wir das anders. Jetzt hat er... Da müssen wir noch einen Wegpunkt bauen. Direkt gegenüber. So. Dann hat er jetzt von Matzenbach und dann kommt eine dazu. Das ist dieser Wegpunkt. Und dann von Neuenheiligen zurück kommt eine dazu und das ist dieser Wegpunkt. Was? Was hat er für ein Scheißproblem? Da ist irgendwas nicht ganz verbunden. Das müssen wir uns mal angucken. Also. Da müssen wir natürlich jetzt mal hier... Also, der kommt von hier. So. Kann auf der anderen Seite doch drehen, oder? Er kommt von hier, fährt dann rüber. Wo ist er denn? Da. Kommt an. Ach, warte mal. Ich kann mal gerade ein bisschen Kredit zurückzahlen. Alter, wir viel Geld machen. So, 8 Millionen. So, dann kann der doch hier... Ist der jetzt... Warum ist der denn jetzt auf dem Gleis? Das versteht auch keine Sau, ne? Der auch. Der ist auch auf dem falschen Gleis. Auf den zurückfahren. Die Knalltüte, ey. Und dann wechselt der nämlich von hier, wechselt er dann auf das Gleis. Keiner weiß wohl warum. Er kann doch ganz normal, ich mache jetzt mal gerade, ich
Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber ich mache jetzt hier vorne gleich jetzt noch einen Switch hin. Von da nach da kann und auch andersrum. Jetzt macht das nämlich. Ohne extra Station. Ach, der, weil der hier drauf will. Einladen. Okay, das macht Sinn. Das macht natürlich ein bisschen Sinn. So, das ist jetzt richtig, ne? Der ist jetzt richtig drauf. Jetzt fährt er da. Aber warum? Hier macht er es noch nicht richtig. Hier macht er es noch nicht richtig. Da müssen wir von hier auf die eine bauen. So. Das kann er doch jetzt schon darüber. Tut er aber nicht. Warum tut er das nicht? Gott, hier ist alles voller Rauch! Doch von hier kann er doch lang. Zack. Zack. Oder bin ich jetzt dämlich? Warum macht er das nicht? Alter, nerv mich nicht mit eurem Rauch, ey, ganz ehrlich. Fest ich jetzt, warum das nicht geht. Und zwar nach Neuenheiligen kommt diese Station dazu. Das ist doch auch richtig. Das ist das doch richtig. Perfekt. Okay. Der ist jetzt, glaube ich, richtig. So. Das ist doch schon mal gut. Jetzt. Hallo. 77. Ja, wir müssen nochmal die Züge verlängern. Okay. Ich überlege den jetzt erstmal hier zweigleisig zu machen. Das von dem hier. Wir müssen erstmal hier rüberkommen auch. Weil die reise ich nochmal ab. Und welches Gleis muss denn überhaupt. Hier muss erstmal der Bahnhof vergrößert werden. Ach du Scheiße. Kostet ein bisschen. Aber das können wir uns leisten! So, das bedeutet die auf der Seite. Alles klar. Also so wie gehabt. So wie gehabt. Und jetzt machen wir gerade mal, warte mal. Machen wir hier mal. Wir kaufen jetzt hier erstmal zwei neue. Wir haben neue. Pause. Wir haben neue. Und zwar haben wir neue. Welche Loks haben wir momentan? Die sind auch noch nicht so alt, ne? Was haben wir denn hier? Wir haben die. Was ist denn das für eine? Die. Die hier, ne? Die PLM. Die haben wir. Alter, ne? Da werde ich ja schon wieder ganz, ganz geil jetzt hier. Ne? Das ist natürlich hier die A35. Die ist natürlich. Die ist natürlich 10-mal geiler noch. Alter, guckt euch das mal an, wie die fährt, ey! Was sie für eine Leistung hat. Ah, die kostet 2,5 Millionen, Alter. Ha! Das können wir uns noch nicht leisten. Das können wir uns noch nicht leisten. Das bringt noch nichts. Was ist denn, wenn ich... die kosten auch wahrscheinlich, ne? Die kosten ja auch nochmal 500.000, ey. Und da auch nur ansatzweise muss ich so viel Geld in die Hand nehmen. Das haben wir jetzt nicht. Nee, das können wir noch nicht machen. Wir lassen das jetzt so. Ich kaufe zwei von denen. Der 99 hat er dann, ne? Passen die denn noch? Das ist die Frage. Passen die überhaupt noch drauf? Zwei? Wo ist er denn?
Wo ist er denn? Ah, da ist er ja. Ja, bringen die gerade noch zurück. Ja, zwei gehen noch, würde ich jetzt sagen. Weiß ich nicht, aber würde ich mal sagen. So. Oh, du musst jetzt eh ins Depot. So. Und dann, ja, Cargo, Leute. Cargo. Was wollen wir denn überhaupt? Wir wollen das mit dem verbinden. So, eine Linie. Dann brauchen wir eine Linie, die dann über die Linie zurückgeht auf die Linie und hier eben Brot bringt, ne? Mehr wollen wir erstmal nicht, glaube ich. Die anderen Linien bleiben erstmal bestehen, die normalen Autolinien. Und dann müssen wir mal weiter gucken. Na komm, Maestro, rein mit dir. Alles klar. Zack. Zack. Linie 2. Zack. Und weg mit dir. 99 hat er. Und der hier braucht noch einen, der auch 99. Viel mehr wird nicht gehen. Also. Mehr will ich nicht machen. Das ist, glaube ich, zu krass. Dann gibt es Unfälle. Also, pass auf. Da müssen wir jetzt hier erstmal. Also, da müssen wir jetzt hier erstmal. Was brauchen wir denn hier? Wir brauchen einen Bahnhof. Einen Cargo-Bahnhof. So. Dann nehmen wir einen Durchgangsbahnhof, logischerweise. So, dann haben wir jetzt hier wieder das Problem mit den bekackten Scheißfeldern, die uns viel Geld kosten. Die Kacke. Nur weil wir da durch müssen. Aber das müssen wir halt machen. Ich wüsste nicht, wie ich das jetzt anders mache. Geht auf jeden Fall durch. So. Dann ist die Frage. Brauche ich denn das? Ich brauche doch ein Depot, oder nicht? Also, ne, so ein. Sowas wie hier, oder nicht? Oder ist das der Bahnhof? Das ist der Bahnhof, ne? Da muss ich noch ein Gebäude bauen? Bin mir nicht sicher. Ich werde natürlich versuchen, die Felder zu umgehen, indem ich das so drehe. Oder nicht? Nee, auf gar keinen Fall. Da ist ein Berg im Weg. Das machen wir nicht. Machen wir nicht. Können wir nicht machen. So, das Feld wird weggemacht. Dann haben wir jetzt hier einen Bahnhof. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Auch noch einen zweigleisigen. Direkt alles rausgehauen, was ich habe. So, okay. Jetzt machen wir als allererstes mal eine Verbindung. Von dem Gleis zu dem Gleis. Da können wir hier vorbei, denke ich. Das würde noch passen, oder? Also, der muss nach zum Unteren. Jetzt haben wir ja kein Geld. Die Pfoste ist nicht. Wie voll bist du? 88. Der hier muss sich wahrscheinlich jetzt erstmal wieder einpendeln. 65. Wir warten hier. 44 nur. Ah, das wird schon. Das wird schon. Die Linie können wir erst einstampfen, wenn wir wirklich hier einen Zugverkehr haben zwischen den beiden Sachen, oder? Dann stampfe ich erst Linie 3 ein. Vorher hat das ja keinen Zweck. Ich könnte natürlich jetzt einfach wieder einen Kredit aufnehmen, ne? Aber ich will irgendwie nicht. Irgendwie will ich nicht. Guck, da kommen sie, ey. Parallel kommen sie hier an, ey. Wie die geilen Typen. Ding dong. So, da ist das Geld, was wir brauchen. Oh, mal hier. So, alles klar. Also, er hier. So ein Profi-Gleisbauer, ey. Das ist einfach unfassbar. Was ist da denn jetzt?
So. Was kommt von da? Was kommt von da? Da können wir hier nochmal einfach so, weiß ich nicht, ob es irgendwann sinnvoll ist, so ein Dings machen. Die nochmal switchen können. So. Okay. Jetzt müssen wir natürlich hier, das müssen wir auch verbinden. Auch ein Durchgangsbahnhof, falls wir hier noch irgendwann hin müssen. So, Cargo ist an. Drehen. Das soll natürlich... Warte mal, wo kommt der denn am besten hin? Machen wir den hier hin. In die Straße, dann, das müsste doch eigentlich passen. Sollte doch gehen. Geld, bitte. Mach doch mal schneller hier. So. Und wenn ich da jetzt eine Street hinbaue. Dann wird er doch verbunden sein, oder? Ja. Alles klar. Sehr gut. Dann brauchen wir Gleisen. Und zwar müssen wir jetzt erstmal gerade, mache ich erstmal hier. Ah Gott. Das wird jetzt teuer. Hat das Auswirkungen hier drauf, wenn ich Felder kaputt mache? Hat er dann weniger? Oder was? Bin ich mir nicht so ganz sicher. Wieso fängt der schon wieder an, hier aufzuschütten? Es regt mich nur auf, ne? Ich nehme jetzt einen Kredit auf, wieder. Ja, jetzt hätten wir es sogar. Ist egal, ich will jetzt einen Kredit haben, damit ich das jetzt einmal bauen kann. Warum schüttest du auf? Ich verstehe das nicht. Hör auf aufzuschütten, du. Depp, ey. Warum macht er das? Das nervt mich. Kostet doch einfach nur Asche. Das ist richtig dumm. Muss ich hier Kurven bauen, damit das aufhört, ne? Serpentin. Hör auf! Aufzuschütten, ey! Was ist denn das? Alter! Und jetzt gräbst du, oder was? Alter, ist das ein Witz? Warte mal, welche habe ich jetzt? Ich habe mit dem Äußeren angefangen, okay. Klar, sind da. Stopp. Alter, mach das doch mal richtig. Dann geht das nicht.
So, das will ich da haben. Einfach nur zur Sicherheit. Ja, okay, das hätten wir. Das ist jetzt verbunden. Theoretisch könnte ich jetzt loslegen. Nur brauchen wir natürlich auch... Wie sieht es eigentlich hier aus? Hier sind also ein paar, die den ganzen Verkehr aufhalten. Das ist natürlich ein bisschen nervig. Aber ich kann jetzt gerade auch nicht ändern. Irgendwann werden sie ersetzt. Gerade mal Kredit zurückzahlen, ehe ich jetzt nichts damit anfange. Komm. Also gut. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall hier erstmal noch einen ein Depot. Bauen wir natürlich auch schon mal. Hallo, kein Geld, das kann ja nicht sein. Aha. So. Jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir denn überhaupt? Na, die hätte ich schon ganz gerne, ne? Was machen wir denn überhaupt? Wir machen Vieh, Lebensmittel, aber auch natürlich Getreide. Ich hätte jetzt schon ganz gerne, wenn, dann hätte ich ganz gerne schon die neue. Aber dafür müssen wir noch was sparen. Übrigens, die Folge ist schon längst zu Ende. Weil vorher will ich mir noch mal gerade meine Linien angucken, was hier alle gewinnen. Ja, außer die Taxilinien. Das schon. Wie sieht's hier aus? 88. Und hier du? 54. Hat sie noch nicht so ganz eingerenkt. Aber das wird, das wird. Wir haben auf jeden Fall wieder einiges gemacht hier. Schöne Strecken. Was haben wir? Wir haben 1,5 Millionen haben wir noch auf der hohen Kante quasi. Das muss natürlich mehr werden. Das ist natürlich ganz klar. 2. So. Wir könnten ihm hier könnten wir noch einen weiteren Anhänger machen. Das ist, glaube ich, auch klar, dass das ginge. Ansonsten, ja, müssen wir halt noch ein bisschen sparen. Und dann werde ich die Linie in Betrieb nehmen. Und zwar mit der krassen Lok. Ich will die krasse Lok haben. Ich habe mich jetzt entschieden. Wir können uns die leisten. Und dann brauchen wir brauchen verschiedene Anhänger dann, ne? Soweit ich das weiß. Aber das kriegen wir hin. Kriegen wir hin in der nächsten Folge. Liebe Leute, ich sage tschüss. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal hier bei Transport Fever. Ciao, ciao. Euer Brilli.